So, wir haben vier. Weiß nicht, Dusche kriegen wir da normalerweise nicht rein. Brauchen wir aber eigentlich auch nicht. Die können wir hier drüben komplett bauen. Eine komplette Shower nochmal für den ganzen Zellenblock, wo die dann reinlaufen können. Können wir eigentlich machen. Brauchen in den Zellen eigentlich nicht unbedingt duschen. Ja, dann machen wir einfach eine normale Zelle. Da hat sich's. So, wir stellen mal ein Bett hin. Geben wir denen noch irgendwie was? Fernseher, Bücherregal. Boah, Bücherregal können wir mal machen. Fernseh. Bin ich gut gelaunt? Dann gebe denen Fernseh. In der Zelle Fernseh. Ja gut, machen sie weniger Randale. Auf der anderen Seite, wir brauchen ja später auch einen Common Room, da werden dann eh Fernseher reingestellt. Ein Bücherregal haben sie ja schon. Machen wir denen hier noch eine Toilette hin. Dann bauen wir hier noch eine Wand. Joa. Nein, 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 nein. Wenn die mit ihren komischen Körben da ankommen, mit den Laundry Baskets, und wollen dann unbedingt auf das Bett hier Klamotten legen, da kriege ich schlechte Laune. So, Wasserrohr und Toilette. Schließen wir das mal an. Er hat sich das. So, wir sollten die Zellentür jetzt dann doch wieder öffnen. Ich hoffe, kommt jetzt gleich ein Bauarbeiter, der sich da um die Rohre kümmert und mal den Bauschutt beseitigt. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nein, das ist ein Rohr noch. Ups, falscher Knopf. Bürokratie. Das Cloning-Tool haben wir noch gar nicht erforscht. So was Blödes aber auch. Ja, wir können hier mal so ein paar Sachen, ein paar Forschungsaufträge raushauen. Dass die Jungs was zu tun haben. Wir brauchen den ganzen Kram ja irgendwann, früher oder später. Also ihr seht schon, ich bin sehr, sehr sparsam. Wieder wie immer, sehr, sehr sparsam. Kohle rausgehauen bis zum geht nicht mehr. Oh, 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 die Stimmung kippt, die Stimmung kippt. Wächter, bitte in die Holding Cell. Wächter, bitte in die Holding Cell. Warum kippt die Stimmung? Was ist, oh, die wollen schlafen. Ja, wir haben nicht genug Betten für alle. Das ist das Hauptproblem momentan. Komm du mal her. Dich brauche ich mal hier. Nein! Und sie stellen den Wagen in der Holding. Ja. Da kriege ich zu viel. Da kriege ich zu viel. Das war's mit Copy and Paste. Das war's mit Copy and Paste. In dem Moment, wo der den Wagen da reinstellt, würden wir den Wagen mit kopieren. Und das war's dann mit Copy and Paste. So viel Kohle habe ich nicht, dass ich das machen kann. So, einfach nochmal schnell eine zweite Zelle nebendran in den Sand gemeißelt. Cloning Tool, wo bleibst du? Oh, 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 oh. Wo sind die? Duschen.
Jeden Wächter, den wir kriegen können. Wo sind denn die alle? Sag mal, wir haben doch 4 freie Wächter. Wo ist der? Haben wir den schon? Ja, den hatten wir schon. Den haben wir noch nicht. So, 4 Stück. Einer ist Resting machen. So, die wollen ausbrechen. Ja, weil sie nicht schlafen können. Boah, ist der hartnäckig, der Junge. Okay, Lockdown. Pause. Lockdown. Riot Police. Die haben unsere Wächter umgebracht. Wir haben schon 6 Tote. Der Knast, der kann ganz schnell kippen jetzt. Die haben Messer und alles. Oh Gott. So, die Riot Police kann rein und die geht rein. Boah, die machen die Riot Police platt. Das ist Alter! Was geht hier? Die machen die Riot Police platt. Ich krieg die Krise. Die machen die auch unsere Ärzte platt? Ey, wir müssen da ganz schnell, müssen wir da jetzt reagieren. Alter! Wo haben die denn das ganze Zeug her? Messer aus der Kantine? Okay. Zwölf Tote. Alter, 12 Tote. Holla die Waldfee, ey. Ich hab's schon kippen sehen. Tja, ich sag dazu nur eins. Denen haben die Betten gefehlt. Da kann man schon mal aggressiv werden in so einem Knast, wenn die Betten fehlen. Mittlerweile haben wir dann endlich auch das Cloning-Tool. Alter Schwede, ey, ich hab gedacht, jetzt ist vorbei. So, wir müssen Zellen machen, ganz schnell ganz viele Zellen machen, dass die Privatsphäre kriegen, dass die Schlaf kriegen. Sonst dauert es nicht lang und wir haben den nächsten Aufstand. So, und da haben wir es natürlich ganz clever gemacht. Nee, das da hinten lassen wir so, wie es ist. Erstmal. Und hier bauen wir einfach mal ein paar Zellen. Holla, die Waldfee. Das war eng. So, wir machen hier mal alle Türen auf. Dass, wenn die da neue Türen einbauen, dass da was vorangeht. Alter, was haben die denn hier alles? Gefängnisschlüssel, Schläger. Krasse Show. Tja.
Unsere Wächter haben sie alle abgemurkst, wenn ich das richtig sehe. Tja, continuous intake, ne? Und keine Betten. Dann geht's so aus. Ah, jetzt sind die alle damit beschäftigt. Mach mal eine die Tür auf. Jetzt sind die beschäftigt, hier die Leute rauszuziehen und in Solitary zu packen. Packen wir da mal einen fest hin, dass wir eine Tür offen haben. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Haben die mir hier gerade, also echt unglaublich. Die haben 6 Riot Guards umgebracht. Das war schon extrem vom Kippen, war das hier schon. Ich glaube, viel hat nicht gefehlt, die Nationalgarde wäre einmarschiert. Wow. Das war hardcore. Gerade noch retten können. Ja, ich dachte halt, ich mache mal ein bisschen Zeitbeschleunigung an. In 4 Stunden kommen schon wieder neue. Wir haben die Unordnung von den anderen noch nicht beseitigt. Die haben nämlich mal alle ihre Strafen abgesessen. Ich hoffe, dass wir da oben schnell, 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 schnell jede Menge Zellen hinkriegen. Sag mal, ich habe doch gesagt, dass das da offen sein soll. Ah, ich weiß, was das Problem ist. Das ist noch nicht als Zelle markiert und deshalb wird das nicht gezählt momentan. So, wir machen hier schon mal Wasserrohre. Ich könnte es ja eigentlich direkt durchgehend machen. Auf die andere Seite sollen ja auch Zellen kommen. Ach ja. Es geht nichts über so einen schönen Sonntagmorgenaufstand. Ich weiß gar nicht, was für ein Wochentag da ist im Knast, aber... So, die haben schon Tote abgefahren. Ja, ich glaube, den Trupp können wir mal entlassen. Und ich glaube, die können wir auch mal entlassen. Die brauchen wir vorerst auch nicht mehr. Bauen gleich die eigene Medizinabteilung. Sag mal, wie oft soll ich da oben denn doch markieren, dass das bitte grün sein soll? So, haben sie es jetzt kapiert? Ja. Wäre nett. Das ist, weil ständig neue Mauern und Türen reingezogen werden. So, wir brauchen Concrete Floor. Gucken wir mal, ob das funktioniert, was ich da gemacht habe. Und dann würde ich sagen, können wir das Ganze mal hier als Zellen definieren. Dann kriegen mal ein paar Leute ihr eigenes Bett. Hätte auch was. Würde uns eventuell ein bisschen voranbringen. So. Normalerweise, wenn das Zellen sind, müsste es jetzt eigentlich hier weggehen, dass das hier einzelne Bereiche sind. Also normal Zelle müsste dazugehören. Warum die jetzt hier nicht dazugehören, verstehe ich jetzt gerade nicht. Manchen Zellen sind jetzt auch 2 Lampen, weil die haben ja vorher schon Lampen gesetzt. Ach, ist gerade wurscht jetzt. Ich will nur, dass es als einen Zellenblock anerkennen. Warum erkennen sie die Zellen denn nicht als Zellenblock an? Ich verstehe es nicht. Gibt's doch nicht.
Mann, 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 ist das wieder kompliziert hier. Da müsste das doch anerkennen als ein Zellenblock. Ich verstehe es. Jetzt hat das. Jetzt hat das. Supi. Früher oder später kriegen wir sie. So, wie viele Zellen haben wir denn? 14. Wir brauchen noch eine Zelle. Und dann heißt es, herzlichen Glückwunsch, sie haben ihr Ziel erfüllt. Dann kriegen wir Kohle und die haben eigene Betten. Ist ja auch schon mal was. Ja, komm, lassen wir auch gehen, die Jungs hier. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. So, diese eine Zelle machen wir da hinten eine Luxuszelle. Nee, ich wollte eigentlich was anderes reinsetzen. Gut, dann machen wir hier oben, bauen wir einfach eine Zelle. So einfach geht's. Wir ziehen einfach eine Wand rein. Ziehen wir hier einfach noch eine Wand rein. Dann setzen wir hier einfach eine Tür rein. War wieder mal falsch rum, was ich da gemacht habe, aber ist jetzt auch egal. Metalldetektortechnik habe ich da Schwachfug produziert. So, dass wir zu Bauarbeiten hier reinkommen, machen wir hier mal schnell ein Stuff Door rein. Nicht, dass die da gleich eine Mauer bauen und keiner kommt mehr raus. Ich kenne ja meine Pappenheimer hier. Die machen das gern mal. So, haben wir denn irgendwelche Grants, die wir vielleicht schon abgeschlossen hätten? Foreman haben wir, zwei Janitors haben wir, hire a Gardener. Also brauchen wir nur noch einen Gardener zu engagieren, dann haben wir schon wieder 15.000 abkassiert. Wenn ich das hier richtig verstehe. So, 15.000 sind uns. Haben wir wieder ein paar, ein bisschen Kohle gekriegt. So. Die Lampe holen sie. Aha, sehr schön. Und klettern übers Dach raus. Ah, okay. So, wir müssen wieder mal eine Zelle einrichten, die wir klonen können. Wie haben wir das hier gemacht? Gegenüber warten wir ein Bücherregal, wenn ich das richtig sehe. Bücherregal. Gegenüber der Toilette ist Bücherregal, richtig? Genau. So, und nebendran steht dann das Bett, korrekt? Nebendran steht's Bett. So, dann brauchen wir hier noch ein Röhrchen. Dass wir da Wasser haben. Dann brauchen wir das Cloning-Tool. Nee, brauchen wir nicht. Dann brauchen wir einen Room, der daraus eine Zelle macht. Und dann brauchen wir das Cloning-Tool. Und dann klonen wir das, was wir hier haben. Und haben wieder Geld gekriegt. Wie oft klonen wir das? Ich weiß es nicht. Wir sehen es gleich. Dass unsere Gefangenen endlich mal wieder eigene Betten kriegen, Privatsphäre kriegen und hier nicht rumrandalieren müssen wie die Bekloppten. Ja, geht mal einen langen Weg, passt. So, und hier rein bauen wir die medizinische Abteilung, würde ich behaupten. Rooms, wo haben wir denn die Infirmary? Da, die brauchen wir ja. Wie mache ich es am geschicktesten? Ich würde sagen, wir machen die recht lange. Ziehen hier oben eine Wand rein. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Das machen wir. Das gibt cooles Styling. Ja, Autosave, wenn ich baue, hasse ich wie die Pest. So, dann machen wir hier die Tür rein, das Stuff Door. Und dann machen wir hier unten die Stuff Door weg. Und bauen hier unten, bauen wir eine große Zellentür ein. Das geht mal wieder nicht, weil die Tür noch nicht ausgebaut ist. Und die Jungs sind alle hoch beschäftigt und haben deshalb keine Zeit, um
die Zellentür auszubauen. Bau mal einer die Tür aus, ihr lauft doch eh alle da vorbei. Kann da nicht mal einer schnell die Tür ausbauen? Komm, bitte, 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 komm mal einer und bau die Tür aus. Oh Gott, ich liebe es. Ja, die hören aufs Wort, machen was sie wollen. Also eigentlich wie immer. So. Jetzt baut einer die Tür aus, er hat mein Flehen erhört. Und dann bauen wir gleich eine neue Tür ein. Dann brauchen wir hier drin eigentlich nur noch zwei Krankenbetten. Oder eigentlich nur eins. Na, stellen wir da mal ein Krankenbett hin. So, dann brauchen wir dann noch Strom. Weil das ist da oben jetzt ein bisschen weit weg hier. Von der Tür. Also brauchen wir da extra Strom. So, die Tür können wir mal aufmachen, dauerhaft. So, wir brauchen hier drin nur ein medizinisches Bett, dann haben wir das abgehakt und dann brauchen wir noch zwei Ärzte und dann gibt es die nächste Kohle, haben wir den nächsten Auftrag erledigt. Bingo. Her mit dem Cash. So, was brauchen wir sonst noch? Visitation Rights. Ach du lieber Himmel, jetzt kommen die mit so einem Blödsinn. Ich habe gerade mal angefangen auszubauen, jetzt wollen die schon Visitation Rights. So, was will der hier? 10 Guards, Patrols, 3 Guards, 2 Patrols. Das hört sich gut an, das hatten wir eh vor. Prisoners, Acclimatation and Engagement. Was ist das? Das habe ich noch nie gehört. Laundry, Kitchen und Cleaning. Oh, da soll ich die Leute einteilen, dass sie in der Küche helfen, dass sie putzen helfen. Das ist gefährlich. Putzen helfen ist gefährlich. Putzen helfen ist ganz gefährlich. Ja, ich würde sagen, Visitation Rights macht Sinn. Und Zellenblock B mit 50 Zellen macht auch Sinn. Das nehmen wir alles mal an, dass wir ein bisschen Kohle zusammenkriegen. Hier oben können wir noch schnell eine Morcu reinbauen. Wo haben wir denn Morcu? Morcu. Da. Oh, und dann kriegt die noch schnell ein paar Morcu Slabs. So, und dann haben wir auch einen Platz, wo wir in Zukunft unsere Toten lagern.